Hallo und guten Tag aus unserer weihnachtlich geschmückten Dankeskirche. Gerne hätten wir Sie auch in diesem Jahr wieder hier begrüßt zu den Weihnachtsgottesdiensten, der Christmette oder unseren musikalischen Andachten. Wegen der Corona-Pandemie verzichten wir in diesem Jahr schweren Herzens auf das Zusammensein hier in der Kirche. Aber die Kirche, die kommt zu Ihnen nach Hause. Denn wie immer ist es auch in diesem Jahr wieder zuverlässig Weihnachten geworden, mitten in den Alltag hinein. Darauf ist Verlass, trotz aller Unsicherheiten. Es ist eine besondere Situation, in der wir uns gerade befinden, und mich befällt manchmal die Mutlosigkeit angesichts all der negativen Nachrichten der letzten Zeit. Aber Gott, der setzt an Weihnachten seine frohe Botschaft dagegen. Ich bin bei euch, egal wie sehr ihr euch sorgt. Ich gehe mit euch. Diese Hoffnung, die teilen wir miteinander an Weihnachten. Deshalb haben wir uns ein buntes Programm für Sie ausgedacht. Videogottesdienste, Musik und Angebote für Kinder und Familien auf unserem YouTube-Kanal. Texte zum Nachdenken und zum Feiern zu Hause auf unserer Internetseite evangelischinbadnauheim.de. Den Auftakt, den macht der Gospelchor mit einem eigens komponierten Lied. Wenn der Himmel die Erde küsst, ist ein Ausblick auf den Zauber des Weihnachtsfestes. Ein kleines bisschen so wie das letzte Türchen im Adventskalender am Morgen des Heiligen Abends. Der Gospelchor singt vom Kind in der Krippe und dem Frieden auf Erden, den wir auch in diesen Tagen entdecken können. Ich wünsche Ihnen viel Freude an unseren Angeboten, viel Vergnügen mit dem Lied des Gospelchores und ein gesegnetes Weihnachtsfest.